So, willkommen bei Beauty Couch, dem Podcast zum Thema Beauty von Beauty Press. Diesmal nicht mit der Gabriele Fuchs, sondern heute mit Frederik Fuchs. Ja, schön mal auf dieser Seite zu sitzen und nicht immer nur den Hintergrund bzw. die Technik zu machen oder auch sagen, zu schneiden. Nicht nur das Technische. Ja, weil eigentlich sitze ich ja immer genau dann eben hinten dran. Genau. Wir machen dann vorher den kleinen Test, ob alles funktioniert, dann legt ihr zwei los. Mhm. Und dann komme ich eigentlich erst ins Spiel, wenn dann hinterher geschnitten wird. Ja, wenn es um die technischen Fragen geht, die wir nicht verstehen. Genau. Darum geht's. Und heute mal vorne mit dabei. Und heute mal vor dem Mikrofon, genau. Und vielleicht noch kurz zu meiner Wenigkeit für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß. Also Gabriele Fuchs, natürlich die Gründerin der Webportale Beauty Press. Ich mache jetzt hier die zweite Generation und bin heute da für das ganze Thema Bärte. Ja, so typisch Mann, dachten wir uns. Wenn schon mal ein Mann mit dabei ist, dann geht es halt nicht mal um Shampoos und Make-up, sondern... Einfach. Obwohl Shampoo ja auch wichtig ist und wir auch heute tatsächlich über das ein oder andere Thema in diese Richtung sprechen. Das stimmt. Ja, seit wann trägst du den Bart? Ich trage tatsächlich schon ganz, ganz lange Bart. Das ging natürlich los, ganz stolz, mit 16 ungefähr, den ersten Flaum, den man hat wachsen lassen. Das war bei mir aber tatsächlich, Oberlippenbart, den war aber, also konnte man sich noch nicht so wirklich anschauen und auch nicht draußen zeigen, deswegen kam der weg. Aber ich hatte dann hier unten am Kinn so ein Kinnbärtchen. Mhm. Das hat schon am Anfang eigentlich ganz gut sich sehen lassen können und ist auch gut gewachsen, was ja immer dann Voraussetzung für sowas auch ist. Und vonsofern eigentlich Bartträger, ja, seit 16, 17. Mhm. Und jetzt bin ich dann bald 33, habe ihn seither nur ganz, ganz wenige Male, also das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich den abrasiert habe. Dafür gibt es auch Gründe. Und vonsofern, ja, trage ich das Ding schon ein paar Tage mit mir rum. Ja. Hab so die ein oder andere Erfahrung auch gemacht, die man sich vielleicht auch hätte sparen können. Die wollen wir natürlich wissen. Natürlich. Und also vonsofern meine Bartträger-Erfahrung auch schon ein paar Tage. Ja, also nur damit die Zuhörer das auch verstehen, der Frederik trägt einen kompletten Vollbart, der ziemlich dicht ist, würde ich jetzt auch sagen. Also kein so ein Bart, der irgendwie nicht wächst. Ich glaube, der wächst ganz gut bei dir. Der wächst ganz gut. Generell habe ich da keine großen Probleme gehabt. Also am Anfang, klar, das geht dann immer an Stellen los und dann ist es wie so ein Flächenbrand und auf einmal im ganzen Gesicht kommt nach und nach, wird auch immer dichter, verändert sich tatsächlich auch noch. Mhm. Also jetzt hier gerade unten unter der Unterlippe, das war früher nur so ein Strich, der hochging in der Mitte tatsächlich und jetzt mittlerweile wird das einfach immer breiter und es kommen immer mehr Haare dazu. Kann man jetzt sagen, da bin ich gesegnet in dem Fall. Andere Männer. Ich glaube, die sind dann neidisch, ja. Sind neidisch, vor allem, weil nicht ja jeder auch so einen Bartwuchs hat. Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe Freunde, die haben so gut wie gar keinen Bartwuchs. Bei anderen ist es dann so patchy, wie man neudeutsch sagt, dass die das dann also auch nicht unbedingt jetzt voll auswachsen lassen wollen. Und ja, da bin ich in der glücklichen Situation, wenn man Bartträger sein möchte und Bart mag, dass ich da tatsächlich gar keine Probleme habe. Okay. Und warum hast du dich entschieden, Bart zu tragen? Also war es dieses typische, es sieht männlicher aus oder weil es alle gemacht haben? Nee, tatsächlich nicht, weil es alle gemacht haben. War ja früher, war das ja überhaupt nicht so. Nee. Es gab ja eine Zeit, da wurden Bärte eigentlich überhaupt nicht getragen. Zu meiner Schulzeit, wo das Ganze losging, tatsächlich auch nicht. Für mich der persönliche Grund war, am Anfang hat es das Doppelkinn ein bisschen überdeckt. will ich ganz ehrlich sein. Und das andere war auch, man sieht älter aus. Und ich wollte älter aussehen, zum einen. Und zum anderen finde ich persönlich, wurde mir jetzt auch schon zurückgespiegelt von anderen, vor allem von meiner Frau, ich habe schon ein sehr junges Gesicht. Okay. Und deswegen war das für mich irgendwie so eine Kombination aus mehreren positiven Aspekten. Mhm. Zum einen, man sieht vielleicht so das Doppelkinn jetzt nicht mehr so gut. Jetzt bin ich jetzt nicht super übergewichtig, das nicht. Normale Statur. Und trotzdem war das irgendwie damals, wo man so in der Schule vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet noch hat.
hat, was andere Leute sagen, das ist heute auch wieder anders. Ja, hat man eben da dann den Bart wachsen lassen, das war das eine, und man sah eben auch älter aus, das war eben auch was Schönes, und ich konnte es eben auch wachsen lassen. Also das waren dann irgendwo so drei Aspekte, die da zusammenkamen und die mich dann nach und nach zum Bartträger haben werden lassen. Also sprich, bei Frauen ist es das Contouring. Wir decken mit Contouring ein bisschen das Doppelkinn ab, die Männer lassen sich halt einen Bart wachsen. Ganz genau, mal wieder unfair, wie einfach das bei den Männern wäre geht. Wäre jetzt die Frage, ob du jetzt unbedingt einen Bart wachsen lassen nicht möchtest. Nicht unbedingt, tatsächlich nicht, nee. Okay. Stört er denn im Alltag, frage ich mich manchmal. So beim Essen. Ich denke mir immer, da bleibt doch das Essen manchmal drin hängen. Also, da muss man jetzt dazu sagen, das kommt natürlich immer auf die Länge an, auf die Art des Bartes natürlich auch. 3-Tage-Bart oder sowas, so stoppeln. Das macht keinen großen Unterschied. Natürlich schon so, wenn man jetzt einen, vor allem Oberlippenbart, ist ja dann der Teil, der eben eher mal mit Essen in Berührung kommt, zum Beispiel auch. Ich denke da gerade so an so Sachen mit sehr viel Soße zum Beispiel, so ein klassischer Döner oder sowas, das kann sich dann immer ein bisschen als Herausforderung darstellen. Klar, also das kann dann schon passieren. Und deswegen ist ja auch die also regelmäßige Bartpflege tatsächlich so wichtig, weil zum einen hat man eben dann, klar, es passiert mal Essensreste drin, die lässt man natürlich nicht da drin, das ist ja auch logisch. Und zum anderen, ja, also wenn ich jetzt irgendwie merke, okay, beim Essen, ich habe da jetzt irgendwas drin, dann kommt immer die Serviette zum Einsatz, logischerweise, dann kommt es weg. Ich kriege aber auch manchmal so den kleinen Wink, so hey, da an der Seite, da hängt noch ein bisschen was. Damit muss man leben und umgehen können. Muss ich aber sagen, stört mich jetzt nicht so besonders. Wird ein bisschen nervig, wenn zum Beispiel jetzt gerade der Oberlippenbart einfach wirklich länger gewachsen ist, dass man dann eben doch mal so ein Haar eben im Mund hat oder mehrere Haare, wenn man den jetzt auch nicht so zur Seite rauszwirbelt, dass es dann halt doch eben mal vorkommt, dass man dann irgendwie beim Essen merkt, oh shit, da kam jetzt was mit in den Bart rein, was da eigentlich jetzt nicht unbedingt im ersten Moment hin sollte. Ja, das gehört dazu. Ja, deswegen ja auch die Pflege, weil es sammeln sich ja auch Bakterien in diesem Bart. Wie pflegst du denn? Ja, also ich glaube, ich fange mal bei dem ganzen Thema Bakterien tatsächlich an. Ich habe wahrscheinlich hast du die auch gehört oder davon gehört, von dieser Studie, dass es oder Fäkalienreste im Bart von Männern gefunden wurde. Das war diese Horrorstudie, die sie da gemacht haben. Habe ich mich tatsächlich mal reingelesen in das ganze Thema so ein bisschen. Und also ganz generell ist es so, dass man auf der Haut ungefähr 10 Millionen Bakterien pro Quadratzentimeter Haut hat. Völlig normal. Die gehören da zum überwiegenden Teil tatsächlich auch hin, also einfach zur Hautflora. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Handinnenflächen anschaut, dann sind es über 4700 unterschiedliche Bakterienarten. Das unterscheidet sich jetzt aber auch wieder von Mann zu Frau tatsächlich. Die Bakterienlast bei Frauen an den Handinnenflächen ist höher als bei Männern, hat man rausgefunden. Man weiß noch nicht genau, warum. Es liegt vermutlich an dem unterschiedlichen pH-Wert. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich auch anschaut, linke, rechte Hand, gibt es auch wieder einen Unterschied. Also 83% der Bakterien zum Beispiel auf der rechten Hand finden sich nicht auf der linken Hand wieder. Das hat dann eben einfach damit zu tun, bin ich Links- oder Rechtshänder, wie benutze ich meine Hand im Alltag natürlich. Wenn man sich jetzt überlegt, klar, jetzt fasse ich mir ins Gesicht, auch als Bartträger sollte man eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt machen, eben genau wegen diesem Thema, einfach ein Hygienethema. Aber es passiert eben. Also, hat man ja auch in der Pandemiezeit gelernt, nicht so oft ins Gesicht fassen. Ganz und genau. Erst da hat man festgestellt, wie oft man es macht. Ja, genau, genau. Und das war super, weil man dann eben die Maske anhatte. Das heißt, man kam schon gar nicht in Verlegenheit. Ich bin auch so einer dieser typischen, wenn ich so am Nachdenken bin, dass ich dann so im Bad rumspiele. Sollte man eigentlich nicht machen, eben vor allem wegen diesem Hygienethema. Aber zurück zu diesem Fäkalien, dieser Fäkalienstudie. Die haben tatsächlich nur eine Handvoll Leute, haben die sich angeschaut und als Probanden genommen. Das heißt, keine wirklich
signifikante Menge, wissenschaftlich gesehen. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie gehen diese Probanden generell mit der Hygiene um. Also wenn ich natürlich aufs Klo gehe und ich wasche mir hinterher nicht die Hände, dann steigt das Risiko, dass ich vielleicht E. coli-Bakterien im Bart habe, natürlich immens an, klar. Ja. Auch zum Beispiel jetzt in der U-Bahn, wenn ich da Sachen anfasse, man sollte sich einfach nicht ins Gesicht fassen. Ganz generell haben wir ja jetzt gelernt, auch während der Pandemie, aufgrund eben, ich trage Bakterien eben ins Gesicht. Das kann dann passieren, dass ich die eben aufnehme auf eine gewisse Art und Weise im Mund, im Auge, Nase, wie auch immer. Ja. Und dann nachher krank werde, wenn es ganz blöd läuft. Und genau, deswegen die Bartpflege, die Barthygiene, sehr wichtig. Ist tatsächlich so, es gibt ja unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Körperteile, Stellen, aber eben auch Haare. Also es gibt ja ein spezielles Bartshampoo und es gibt ja das Kopfhaarshampoo oder wie man es nennen soll. Da dachte ich tatsächlich immer so, Männer benutzen so für den eins Kopf. Eins für alles. Genau, ja. Bauch, Beine, Bart, einmal eins für das komplette Programm. Sollte man tatsächlich beim Bart jetzt nicht machen, weil ja, Barthaare sind eigentlich, also fast gleich wie Kopfhaare, wie alle anderen Haare am Körper auch. Es handelt sich ja einfach um totes Zellmaterial, das da im Prinzip aus einem heraussprießt. Deswegen kann man das ja auch schneiden, ohne dass wir deswegen jetzt Schmerzen verspüren. Kreatin ist da ein Hauptbestandteil, wie auch bei den Fingernägeln zum Beispiel. Ja, genau. Und der Unterschied aber zum Kopfhaar ist, das Kopfhaar möchte ich entfetten, damit es eben nicht glänzig aussieht und damit ich ja einfach ein lockeres Gefühl auch auf dem Kopf habe. Das ist beim Bart anders. Beim Bart möchte ich tatsächlich nicht entfetten, weil die Barthaare sonst trocken werden. Die trocknen aus, bekommen tatsächlich auch Spliss und das wirkt sich dann natürlich zum einen auf das Look and Feel aus, aber auch auf die generelle Gesundheit, nicht nur der Barthaare, sondern auch zum Beispiel der Haut darunter. Das heißt, deswegen gibt es spezielle Bart-Shampoos, die muss ich jetzt nicht unbedingt verwenden. Es reicht auch ein mildes Shampoo, zum Beispiel so ein Baby-Shampoo oder sowas, einfach was sehr mild und neutral auch in der Wirkung. Keine Silikone, keine Parabene. Ganz genau. Das wollen wir da alles ja generell mal jetzt nicht drin haben, auch in unseren anderen Produkten eigentlich so wenig wie möglich. Und der Vorteil von dem Bart-Shampoo zum Beispiel ist eben auch, er trocknet nicht die Haut und nicht die Haare aus, lässt sozusagen diesen Talg, den man auf der Haut hat, zu einem gewissen Teil einfach mit drin auf der Haut im Bart und das soll auch so sein. Generell ist es so, dass man bei der Bartpflege sowieso nicht immer ein Shampoo, Bartshampoo, das gibt ja auch Bartseife, benutzen soll. Da war ich ganz fasziniert, als ich das bei meinem Partner gesehen habe, wie viel es für den Bart gibt. Also nicht nur ein Shampoo, sondern da stehen dann 3-4 Produkte drin und man denkt sich so, okay. Dazu muss man jetzt sagen, es gibt natürlich für jedes vermeintliche Problem gibt es eine Lösung oder ein Produkt, das ist mal das eine. Zum anderen, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was möchte ich machen. Für die Bartpflege reicht es, wenn ich das in der Woche 1-2 Mal ein Bartshampoo nehme. Und ansonsten einfach mit warmem Wasser ausspülen, nicht zu sehr auch reiben, weil das dann einfach wieder dafür zum Beispiel sorgt, dass dann eben Haare ausgerissen werden, was wir ja nicht wollen. Wir wollen ja den Bart möglichst dicht haben, aber eben auch zum Beispiel danach beim Trockenreiben, dass ich eben nicht reibe speziell, sondern tatsächlich eher tupfe, weil eben sonst auch die Haare Spliss bekommen. Wie bei den Kopfhaaren im Prinzip, das soll man ja auch Kopfhaaren, nicht unbedingt so rubbeln, Ganz genau. Und da ist es dann eben einfach wichtig, dass ich eben spezielle Produkte verwende, beziehungsweise Produkte, die sehr mild sind. Weil auch dann nachher zum Beispiel bei der Pflege des Bartes, wir nehmen ja dann entweder einen Kamm oder eine Bürste. Die Bartbürste in vielen Fällen aufgebaut mit Wildschweinborsten. Man kann sagen, gibt es da etwa auch Bürsten und Kämme? Ja, da gibt es auch. Also es gibt da mittlerweile sehr, sehr viel. Ich war jetzt auch auf der Beauty und auf der Top Hair. Da sieht man natürlich auch noch extrem viele Produkte, die man vielleicht noch gar nicht kannte oder gesehen hat. Ziemlich viele coole Barbiere. Gab es ja bei uns früher auch nicht so. Ja. Insofern gibt es da jetzt sehr, sehr viel für den Mann, was ich an sich auch gut finde. Ja, manche Sachen braucht man jetzt nicht unbedingt, also man kann sicherlich da auch reduzieren. Aber generell ist es die richtige Sache. Und bei diesen Bürsten zum Beispiel ist es so, diese Wildschweinborsten,
Und die Bürste allgemein soll zum einen, wenn ich über den Bart bürste, die toten Hautschüppchen von der Haut wegnehmen, aber auch gleichzeitig, und das können eben die Wildschweinborsten sehr gut, den Talg von der Haut aufnehmen und im Bart verteilen. Das heißt, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich möchte die eben nicht entfetten, weil sonst werden die trocken, die werden spröde. Das ist dann auch vom Gefühl her nicht sehr schön, wenn man den Bart anfasst. Weich und glänzig will man es haben. Genau, und dafür brauche ich eben eine gewisse Art von Fett. Und dann nimmt man dann einfach das von der Haut. Dafür hat man eben die Bürste. Wenn ich das, wenn ich den Bart bürste, verteile ich eben diesen Talg auch im Bart. Das macht ihn geschmeidiger. Generell für das Haar gesünder, für dieses spezielle Haar. Und da gibt es dann natürlich dann auch jede Menge andere Produkte, die man dann eben noch zusätzlich mit verwenden kann. Für was ist dann die Bartwichse? Also die Bartwichse gehört ja dann zu der Kategorie Pflege nach der Wäsche. Und da gibt es Bartöle, es gibt Bartbalm und es gibt auch dann die Bartpomade oder Wichse. Das sind dann im Prinzip also eine Kategorie Pflegeprodukte und dann unterschiedliche Abstufungen davon. Das heißt, beim Bartöl, das ist eigentlich so das Leichteste, was ich auftragen kann. Da nimmt man ja bloß noch mit dem leicht feuchten Bart ein paar Tropfen auf die Fingerspitzen und massiert das Ganze dann ein. Dann würde auch wieder zum Beispiel diese Bartbürste zum Einsatz kommen, wo ich das dann eben auch schön verteilen kann im ganzen Bart. Und das macht den Bart einfach geschmeidig. Es gibt Inhaltsstoffe in Bartölen, wie zum Beispiel Vitamine, die gut für die Barthaare sind, aber auch für die Haut darunter. Die eben einfach ja die Gesundheit sozusagen fördern, wenn man das so sagen kann. Und dann hat man als nächstes eben das Bartbalsam. Steht jetzt zwischen Öl und der Bartpomade oder Bartwichse. Ist ein bisschen schwerer von der Textur her, hat auch die pflegenden Eigenschaften, bringt aber mir etwas mehr Halt. Das heißt, Barthaare sind ja so ein bisschen kräuselig. Vom Testosteron, dass da die Follikel so ein bisschen verdreht werden und dadurch der Bart dann eben dieses leicht kräuselige hat. Und dadurch kann ich den etwas besser zähmen. Habe eben auch wieder die Pflegeprodukte oder die Pflegeanteile mit drin, aber natürlich auch immer einen Duft. Ich werde nicht denselben Duft vom Kopf, will ich im Zweifel auch im Bart haben. Deswegen gibt es da andere Duftstoffe. Und wenn es jetzt mal wirklich zu so einem richtigen langen Rocker, Motorradfahrer, Holzfäller-Bart geht, Wikinger-Bart oder es gibt ja auch die Bartmeisterschaften, wo die dann wirklich mit so richtig gezwirbelten, gedrehten Bärten daherkommen. Da kommt dann tatsächlich die Bartpomade oder Bartwichse zum Einsatz. Die Viskosität ist eine ganz andere wie beim Bartöl. Das ist sehr flüssig, die Bartpomade ist fester, die Bartwichse ist nochmal fester, nochmal schwerer zum Einarbeiten, aber auch wieder schwerer, um rauszubekommen. Okay. Das heißt, der letzte Teil von diesen Produkten, Bartwichse, Bartpomade, am schwersten, gibt mir am meisten Halt über den Tag, ist aber auch am schwierigsten wieder aus dem Bart rauszubekommen. Also eher was für wirklich längere Barthaare. Längere Barthaare, speziell wenn es jetzt mal ins Styling geht, wie auch bei den Kopfhaaren zum Beispiel, dass es dann stehen soll, also gerade so ein Zwirbelspitzbärtchen, dass der dann die Form behält. Dafür sind diese Produkte dann da, haben eben den Vorteil, sie pflegen, sie lassen mich aber auch stylen, sie zähmen den Bart. Keiner will ja irgendwie, dass es in alle Richtungen absteht und man aussieht wie so ein Räuber Hotzenplotz. Gehen manche auch auf diesen gehen Look. Gehen manche auch, ja. Aber in der Regel würde ich jetzt sagen, die meisten wollen es wahrscheinlich nicht. Ja, also ich kenne sogar Leute, die haben einen Haarglätter, also einen Bartglätter sozusagen und glätten sich tatsächlich jeden Morgen ihren Bart. Gehst du auch so weit? Nee, so weit gehe ich tatsächlich nicht. Man muss da auch, glaube ich, so ein bisschen einfach drauf aufpassen, was mache ich alles mit den Haaren. Also zum Beispiel weißt du ja auch, dass zu viel Hitze den Haaren schadet. Und deswegen, wenn ich föhne, den Bart, das mache ich tatsächlich, also dann kämme ich den und föhne den gleichzeitig, dann nehme ich immer die kleinste, niedrigste Stufe, also kalt eigentlich, weil das gleich mehrere Vorteile hat. Zum einen habe ich nicht, dass wenn die Barthaare heiß werden, dass sie dann anfangen, sich wieder so voluminös nach außen in alle Richtungen zu stellen. Das ist mal das eine. Und zum anderen habe ich eben auch nicht die Hitzeschäden, die dann eben auch wieder zu Spliss führen können, die Haare austrocknen. Und deswegen, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass Leute das machen. Ich habe es bisher nie gemacht. Ich habe es auch nicht für nötig gehalten. Und es ist ja auch immer die Frage, also wie wende ich das Ding dann nachher an? Nicht, dass ich mich dann nachher noch unterm Bart potenziell verbrenne. Das sollte man ja auch vermeiden. Gut, deine Barthaare sind ja jetzt auch nicht so lang.
nur sehr voll, finde ich. Aber wie oft schneidest du die dann? Also Bart ist ja viel aufwendiger als glatt rasiert. Ja. Weil dann gehe ich mit der Rasierklinge da drüber, dann haue ich hinterher vielleicht noch eine Pflege drauf und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Bei alles, was mehr als einen 3 oder sagen wir jetzt mal so 5-6 Tage Bart ist, brauche ich einfach mehr Zeit. Mhm. Das heißt zum einen natürlich morgens das Thema der Wäsche, sei es jetzt dann eben ab und zu mit Bartseife oder Bartshampoo, auch Bartseife hier wieder das krassere Produkt, wenn man so möchte, also das noch mehr reinigt, sollte man nicht so oft verwenden, Bartshampoo dann etwas öfter, aber auch nicht so oft. Und da ist es dann eben einfach so, dass natürlich das, wie sagt man, Mist, jetzt bin ich voll raus. Wo waren wir gerade eben, Denise? Helf mir doch mal schnell. Bei der Bartlänge und wie oft man den genau, schneiden muss. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Jetzt war ich gerade so, ich war gerade so in diesen anderen Themen schon wieder unterwegs mit dem Kopf. Also dass man dann natürlich einfach hingeht. Ich habe einen Kamm. Der hat jetzt nicht so lange Zinken und ist auch relativ eng von den Zinkenabständen her. Da gehe ich dann hin tatsächlich mit einem Trimmer ohne den Aufsatz und gucke dann, dass ich eben den Bart auf die gleiche Länge links und rechts bekomme. Völlig normal, dass Haare an einer Stelle mal mehr wachsen, dass auch zum Beispiel das Haar an einer Stelle dichter ist, ist auf dem Kopf genauso als auf der anderen Seite. Und da muss ich eben ein bisschen anpassen. Das heißt, ich gucke eigentlich regelmäßig wäre jetzt so alle Woche ungefähr. Mhm. Einmal gehe ich durch, gucke, ob das alles noch gut aussieht. Sieht man aber auch, wenn es dann eben mehr absteht. Mhm. Und versuche das Ganze dann so ein bisschen einzustutzen, dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Form zu geben. Und was man dann zum Beispiel öfters macht, Oberlippenbart, je nachdem, wie man den haben möchte. Also soll der über den Lippen aufhören oder eben genauso mit dem Mund mit dem Schlitz abschließen. Der wächst ja eigentlich irgendwann mal drüber. Stimmt, genau, da habe ich mir noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Sieht man dann die Oberlippe nicht mehr. Ja, und da muss man dann einfach öfters mal hingehen. Gibt es auch zum Beispiel Bartscheren. Die sind eben nochmal ein bisschen anders als eine normale Schere, dahingehend, dass sie in der Regel keine so spitzen Enden haben. Das heißt, dass ich mich nicht verletzen kann. Deswegen auch nicht mit der Nagelschere machen, weil da einfach das Verletzungsrisiko viel zu hoch ist, dass ich mir irgendwo in die Lippe reinpieks oder sonst irgendwo. Und die haben halt auch nochmal in der Regel, kennt man von Friseurscheren, diesen kleinen Nupsi an diesem Ring, dass man da nochmal so mit dem kleinen Finger nochmal besser fassen kann. Gibt es auch Varianten in unterschiedlichen Längen natürlich. Es gibt auch Scheren, die dann wie so eine kleine Verzahnung haben, dass die Barthaare nicht runterrutschen. Aber generell einmal die Woche bin ich da dran, mit einem Trimmer und einem Kamm und versucht dann eben das so ein bisschen einzubegradigen oder dann eben auch mit der Schere, wenn es mal ein bisschen filigraner werden soll. Und wenn man das dann noch kombiniert eben mit regelmäßig Bürsten oder auch eben dann der Pflege, dann ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und ja, wer sowas haben will, der muss halt auch ein bisschen Zeit investieren. Ein bisschen Zeit investieren, um nicht auszusehen wie so ein Wikinger, ungepflegt. Genau. Was ich mich jetzt gerade in den letzten Tagen gefragt habe, weil es war so heiß, dass ich nie mit offenen Haaren rumgelaufen bin, sondern ich habe meine Haare immer aus dem Nacken raus und zusammen und dutt hoch irgendwie weg. Naja. Ist es beim Baden nicht dann super stressig und warm bei 38 Grad? Also das war ich gestern in Esslingen unterwegs, da hat es auch 37 Grad gehabt. Fällt einem nicht so auf. Nee? Okay. Also es gibt ja auch dann Kurzhaarfrisur im Sommer, damit es einfach irgendwie ein bisschen luftiger ist. Kommt mir persönlich jetzt beim Bart nicht zwangsweise so vor. Die Länge, die ich jetzt habe aktuell, die habe ich eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit. Ich habe es letztens mal ein bisschen kürzer gemacht. Da kam dann meine Frau so nach dem Motto, was soll das jetzt eigentlich? Und die war vorher überhaupt nicht auf Bartträger aus, bevor wir uns kennengelernt haben. Das habe ich dann irgendwie so mit reingebracht, das ganze Thema. Und seitdem geht ohne gar nicht mehr. Und wenn ich es zu kurz mache, dann eben auch so, du siehst so anders aus. Was soll das? Lass das wieder länger wachsen. Das ist faszinierend, weil Männern, ihr seht komplett anders aus, mit oder ohne Bart. Das ist so Typenveränderung. Ja, voll. Die Möglichkeit haben wir Frauen tatsächlich, finde ich, nicht so. Ja, oder dann halt mit Farbe, ganz anderer Haarschnitt ganz tatsächlich. Ganz anderer Haarschnitt, aber so mal kurz, ach, heute lasse ich mir den Schnauzer stehen und heute mache ich auf 3 Tage Bart und lasse dann wieder eine Woche wachsen. Das geht bei euch irgendwie schneller. Bei uns ist es so frustrierend. Ich schneide mir die Haare 10 cm ab und leider ein halbes Jahr, weil ich die Idee hatte, ich mache mir einen Pony. Aber bei euch ist so eine Typveränderung halt
mal kurz gemacht. Aber ja, ist faszinierend. Ihr seht da alle immer total anders aus. Ja, ich weiß. Deswegen, also bei mir kommt er da auch nicht mehr runter. Ja. Habe ich gleich noch eine schöne Story zu, das habe ich nämlich mal gemacht bei einem Barbier. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also mich persönlich, ich finde es nicht störend. Mhm. Der Vorteil, ganz klar, ich brauche weniger Sonnencreme, weil ja, gut, den stimmt. einen Teil, den brauche ich ja. überhaupt nicht abdecken, weil da kommt ja kein Licht mehr oder weniger ja. hin. Vonsofern, nee, also ich würde jetzt sagen, im Sommer ist es jetzt kein großer Unterschied, mhm. zumindest bei mir. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jemand so einen richtig großen ja. Rauschebart hat, dass das dann vielleicht irgendwie unten Richtung Hals oder so, mhm. dass es da noch mal ein bisschen wärmer ist, aber ansonsten pff, nicht ja. unbedingt, nee. Aber ja, die Erfahrung beim Barbier, erzähl. Ach, ja, okay. Also ich habe, ich muss gerade überlegen, wann das war 2012 oder 2013. Da war ich in New York, habe da gearbeitet, hatte auch schon den Bart, wie ich ihn jetzt habe. Mhm. Und irgendwie habe ich in meinem Kopf so die Idee gehabt, ich will mal zu so einem richtigen Barbier gehen. Einfach mal so diese Experience mitnehmen. Mhm. Und das war ja dann auch zu der Zeit ganz anders, wie es jetzt heute ist. Also bei uns hier in Göppingen, wo wir sitzen, ja. hat es ja in den letzten Jahren die Dinger links und rechts aus dem Boden rausgeschossen eigentlich. Gibt es super viele Barbiere mhm. jetzt. Da ist ja die Kultur in Amerika eine ganz andere. Da gibt es ja schon ewig. Mhm. Und der Barbier ist ja einfach im Prinzip der Herrenfriseur, der aber eben auch die Bärte mitmacht. Und irgendwie habe ich mir überlegt, so okay, ich habe immer so ein bisschen Rasierbrand gehabt auch, weil bei mir Haare auch recht schnell einwachsen zum Beispiel, also empfindliche Haut, dann ist eben das Thema mit dem Einwachsen der Haare. Aber ich wollte auch ausprobieren, einfach mal zu so einem Barbier zu gehen und mal dieses wirklich, du sitzt auf diesem Stuhl, mhm. so ein bisschen nach hinten, dieses klassische heiße Handtuch heiße einmal Handtuch außen. Im Gesicht, und genau so war das. Ich bin da also durch New York gelaufen, habe mir einen Barbier rausgesucht, der hatte gerade nichts zu tun. Bin dann da reingestiefelt und habe dann also gesagt, so ja, also ich hier einmal das volle Programm. Und dann hat der mich so angeguckt, so wirklich das volle Programm. Und ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Ich so, ja, das volle Programm. und er so, okay, dann hier, bitte setzen Sie sich da hin. Habe mich da hingesetzt. Dann kam eben genau das, Stuhl so leicht zurück. Dann gab es erstmal die Bartwäsche mhm. vorne weg. Dann eben das heiße Handtuch, um das Ganze eben dann schon mal geschmeidiger zu machen, mhm. die Haut auch drauf vorzubereiten. Und dann kam der wirklich mit so einem klassischen Rasiermesser, mit diesem Pinselchen und mhm. genauso wie man sich das vorstellt, hat es dann also ja. bei mir gemacht. Und ich weiß noch, er war dann irgendwann mal fertig, war auch, also von der Erfahrung her echt irgendwie cool, mal lässig mitzumachen. Mhm. Und ich habe mich dann bedankt, ich habe gezahlt und dann bin ich zur Tür rausgelaufen. Und jetzt muss man wissen, zu der Zeit, als ich da war, es war Januar mhm. in New York. New Yorker Bauweise eignet sich hervorragend, um als Kamin zu funktionieren. Das bedeutet, da hat es gezogen wie Hechtsuppe. Es war schweinekalt und ich hatte auf einmal nichts mehr im Gesicht, was meine Wangen und meine Backen irgendwie vor dieser Kälte geschützt hat. Und das war so schrecklich, weil ja, man kennt es dann gar nicht mehr, mhm. wenn dann auf einmal da so kalte Luft hinzieht. Yeah. Und wie das ja dann auch ganz oft so ist, dann wenn man aus dem Friseur rausgeht, hat man so das Gefühl, die Leute schauen einen irgendwie an. Anders was völlig an, ja. albern ist, weil sobald man aus der Tür rausgeht und 2 Meter gemacht hat, weiß keiner mehr, dass man da drin war. Genau. Von sofern interessiert es keinen. Mir kam es aber so vor, als würden mich alle angucken, so um Gottes Willen, was hat der denn gemacht? Und dann kam noch dieses eiskalte Gefühl im Gesicht dazu, das war wirklich schrecklich. Ich bin in den allerersten Laden rein, der Schals verkauft hat. Ich habe mir einen richtig dick gewobenen Schal, so einen richtig langen gekauft. Ich hatte natürlich auch keinen dabei. Ja, klar. Habe mir das Ding dann da irgendwie 3-mal rumgewickelt und so richtig bis unter die Nase. Und dann habe ich mich halbwegs angezogen wieder gefühlt. Also es war echt verrückt. Und da habe ich es dann bereut. Okay. Aber also nicht wegen der Experience an sich, sondern dann wegen so diesem, verdammter Idiot, was machst du denn? Es okay. ist mitten im Winter, es zieht hier wie Hechtsuppe, du bist in New York und jetzt holst du dir da im Prinzip Haare, die dich schützen, sage ich jetzt mal im Gesicht, hol sie dir da weg. Was machst du eigentlich? Ja, nicht so clever im Winter vielleicht, ja. Aber ja. ja, also doch. Es geht ja dann zum Glück auch schnell wieder, dass es eben wächst. Mhm. Und das war dann ganz gut. Dauert dann halt ein paar Tage, ja. Mhm. Ist dann irgendwie am Anfang vor allem eben auch ungewohnt, wenn man sich ins Gesicht fasst. Und man hat dann eben dieses, ja, diese nackte Haut dieses da irgendwie. Glatte, das fühlt sich ja. auch so empfindlich an. Aha. Ganz, ganz komisch. Ja, von sofern, das war meine Barber-Experience. Mhm. Klasse,
Kann ich jedem empfehlen. Nicht im Winter. Nicht im Winter. Und man sollte sich halt eben bewusst sein, also das ist dann wirklich hinterher einfach eine empfindliche Sache. Ja. Das ist so. Ja, das glaube ich, aber das ist ja beim Rasieren generell auch bei Frauen. Man rasiert sich die Beine und die sind einfach empfindlicher. Also ist das auch so? Ja, schon. Ich finde schon, dass es sich teilweise so anfühlt. Man rasiert sich die Beine und die sind dann empfindlich. Kommt aber auch auf den Rasierer drauf an. Hm. Also wenn man so einen billig Einwegrasierer nimmt, dann natürlich mehr als ja mit einem Rasierhobel, der hochwertig ist, ist dann schon wieder was anderes. Aber ja, das stimmt. Aber ich finde auch, bei Männern ist es halt so, ich glaube deswegen auch die Experience, die du gemacht hast, man fühlt sich doch männlicher mit Bart, oder? Also ich finde zumindest, wir Frauen sehen es so. Also ein Mann mit Bart sieht männlicher aus als jemand, der so ganz glatt rasiert ist oder gar keinen Bartwuchs hat. Ich finde, ja, ich würde dir schon recht geben. Schon, oder? Ich würde dir schon recht geben. Ja, es kommt aber auch, finde ich, ein bisschen auf die Gesichtsform an. Es gibt ja Männer, die ein sehr kantiges, markantes Gesicht haben. Da glaube ich, ist das jetzt ja, sicherlich auch so, aber vielleicht nicht so krass. Wenn man jetzt eher so ein bisschen eine rundere Gesichtsform hat, wie bei mir, dann geht man da schon wieder direkt so in dieses Babyface rein, ja, genau. So ein bisschen. Zumindest kommt es mir so vor. Ich meine, dass ich jetzt nicht aussehe wie 16, ist jedem klar, wenn ich glatt rasiert bin. Aber es ist eben doch nochmal was anderes. Und ja, ich finde auch, es macht einen, da gibt es im Süden so einen ganz netten Ausdruck, so Resch. Das macht einen irgendwie rescher, kerniger, sieht irgendwie so. Und deswegen meine ich das tatsächlich auch, wenn du so ein bisschen über die Oberlippe so drüber wächst, dass man vielleicht so den Mund zwar noch so ein bisschen sieht, aber nicht mehr so richtig. Und wenn man dann so auch so böse guckt, ich finde so mit Bart, das sieht einfach nochmal irgendwie so. Sieht nochmal böser aus. Sieht nochmal so, da bringt man irgendwie seinen Standpunkt nochmal anders rüber. Ja gut, das ja, ist was dran. Ich glaube, das ist schon so. Gerade als Frau finde ich halt immer, ja, es ist, sieht männlicher aus und ich finde jetzt auch in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass Frauen mehr auf Bart einfach stehen. Mhm. Also ist so, glaube ich, so die gibt es ja auch den Trend. Ja, also seit ein paar Jahren wird wieder viel mehr getragen. Wir haben jetzt diese ganze Barberkultur, die ganzen Pflegeprodukte. Es ist viel mehr auch, ich sage jetzt mal, angekommen bei den großen Marken. Wenn man jetzt sich L'Oréal anschaut, die haben alle jetzt Pflegeprodukte speziell für dieses Thema auch schon seit einer Weile im Sortiment. Ja, das gab es ja früher gar nicht. Nicht wirklich. Also da waren solche Sachen wie, ich sage mal, so Bartwichse, Bartöle. Das war dann eher so eine Manufakturgeschichte. Genau. Heutzutage kann ich sowas auf jedem Online-Shop und großen Marktplatz kann ich sowas ohne Probleme kaufen, in der Drogerie ja auch. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, es ist so ein Trend geworden, den aber irgendwie alle so gut finden. Also Männlein wie Weiblein, glaube ich, stehen mit. Ja, ich finde ihn auch gut. Also ja. Ja, man sieht's. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hast, nee, Bart finde ich jetzt nicht so gut. Ja, gibt es denn Vorurteile? Vom Bartträger? Ja, habe ich mich auch schon manchmal gefragt. Also manchmal ist es ja so, gerade diese Wikingerbärte, gut, wenn sie dann auch nicht so gepflegt sind, dann finde ich, hat es sowas, ja. Ja, also. Das sieht böse aus manchmal, aber hast du damit Vorurteilen, dass du merkst, du wirkst anders auf Leute mit oder ohne Bart? Boah, ich glaube, also ich würde sagen, nein. Nee. Ich würde sagen, nein. Vielleicht so dieses, okay, da sieht jemand kerniger, männlicher vielleicht aus. Mhm. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dann nachher tatsächlich irgendeinen Effekt auf irgendwas hat. Oder bei wem, ob das jetzt. Ja. Ja. Aber sonst Vorurteile, nicht unbedingt vielleicht so diejenigen Männer, die da so ein bisschen Probleme haben mit dem Bartwachstum, die sich dann eher so denken, so, ah ja, okay, wieder so einer und der erzählt mir jetzt, ja, lass es einfach wachsen und das kommt dann irgendwann und die denken sich einfach nur so, ach komm, sei doch einfach ruhig, es funktioniert nicht. Das kann natürlich sein, ich spreche immer nur aus eigener Erfahrung. Ja, klar. Dementsprechend, nee. Aber ich habe da auch schon ganz, ganz schlimme Sachen tatsächlich gesehen. Also bei Bärten ist es so, dem Träger muss es vor allem mal gefallen, finde ich. Natürlich hat dann Partner, Partnerin hat dann irgendwo auch ein gewisses Mitspracherecht. Aber ich mache das ja für mich. Ja, eben. Das Bartwachstum. Sollte man ja oder den Bart tragen. Und jetzt nicht für irgendjemand anderen. Also da bin ich lange aus dem Alter raus, dass ich irgendwas für irgendwelche anderen Leute gemacht habe. Ja, das stimmt. Wenn es denen nicht gefällt, ja, so what? Ich mache es ja wegen mir. Und wenn es mir gefällt, dann ist es gut. Vonsofern sollte man da, glaube ich, einfach so ein bisschen gucken, was steht einem, womit fühlt man sich auch wohl. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich habe aber auch schon echt kuriose Sachen gesehen. Ich war mal auf, auch schon ein paar Tage her, auf einer WG-Party. Da hatte einer einen Bart, der war so straight. Also der hatte auch wirklich lange Barthaare. Da reden wir jetzt so von so Zeigefingerlänge.
Und die Haare, die waren einfach alle gerade und glatt nach unten. Und ich habe das so von weitem gesehen, also wirklich wie in so einem Comic-Charakter oder so. So ganz, es sah einfach komisch aus. Und dann bin ich mal näher hingegangen, so, ja, ich muss mir mal ein Bier holen, Entschuldigung, kann ich hier mal vorbei, so nach dem Motto. Ich muss mir das genauer anschauen. Und habe dann mal geguckt und dann kam ich erst auf den Trichter, was der gemacht hat. Und das, oh, also ich könnte es nicht machen, ich würde es wahrscheinlich auch keinem empfehlen. Der hat Haarspray genommen und dann praktisch den mit einem Kamm den Bart glatt und lang gemacht, dann Haarspray aufgetragen und das dann im Prinzip einwirken lassen, bis es fest wurde, dass der Bart dann so aussah. Und das mag dann vielleicht, gut, für ihn gut aussehen, keine Ahnung, aber von Weitem natürlich auch nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber sobald du da näher hingehst, du siehst ganz genau, wenn der das Ding anfasst an einer Stelle, dann verschiebt sich wahrscheinlich der komplette Bart im Gesicht. Ja, wer es mag. Also ich glaube, als weiblicher, männlicher Counterpart, je nachdem, man möchte dem anderen ja auch ins Gesicht fassen. Richtig. Und das stelle ich mir da jetzt irgendwie nicht so gut vor. Hier stelle ich mir jetzt auch ein bisschen unangenehm vor, glaube ich. Also, genau, und da kommen wir dann eben wieder, schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang. Ja. Man möchte ja irgendwie einen weichen Bart haben, deswegen einfach so ein bisschen, Barthaare sollten nicht trocken sein, damit sie eben nicht dieses Kratzige auch haben. Gut, ab einer gewissen Länge wird es dann eh weniger. Aber solche Sachen, also ich könnte mir gut vorstellen, der hat da wahrscheinlich, ja, Haarspray, sicherlich auch mit dem Föhn gearbeitet und so. Mhm. Tut also den schon ein bisschen Haaren Aufwand, halt nicht so gut. Ja, gut, der Aufwand abgesehen davon, aber ja, ob es den Haaren gut tut, bezweifle ich jetzt auch, ja, also. Hey, jeder so, wie er mag und was ihm gut tut. Seine, ne? Ja, wer weiß. Ich muss ihn ja nicht küssen, ich bin ja nicht die Freundin, gut, deswegen ist alles gut. Das ist nicht die Freundin, gut, die sich beschwert, das stupft ein bisschen, aber gut, ja. Letzte Frage hätte ich noch, obwohl die sich eigentlich, glaube ich, erledigt hat nach dem Gespräch, aber könntest du dir vorstellen, aus irgendeinem Grund, dir den Bart mal komplett abzurasieren, einfach nur aus experimentellen Gründen oder experimentelle Gründe oder? Bin ich nach dieser Barbiergeschichte bin ich tatsächlich durch. Nee, nicht mehr. Ich habe mich so dran gewöhnt, diesen Bart zu haben, auch dieses Gefühl im Bart, auch natürlich den Blick in den Spiegel. Also würde ich da jetzt mit nochmal nackt rasierten Wangen da irgendwie rumlaufen. Nee, kann ich mir nicht. Wäre es jetzt ein medizinischer Grund? Ja, gut. Klar, dann auf jeden Fall, weil Gesundheit geht vor. Ich wüsste jetzt nicht, was das sein sollte. Vielleicht nicht, irgendwie Hautprobleme drunter oder sowas. Klar, dann schon. Aber ansonsten, nö, gibt es für mich keinen Grund. Ich finde, das morgendliche Ritual hat sich bei mir so eingespielt, das ist für mich kein Mehraufwand. Ich kann ja auch einfach so zur Tür raus. Sieht dann halt ein bisschen wilder vielleicht aus. Ja, aber fällt wahrscheinlich nicht mal großartig auf. Wahrscheinlich nicht, genau. Und von insofern würde ich es, also ich persönlich würde es nicht mehr wegmachen. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal im Laufe meines Lebens. Das kann natürlich sein, aber aktuell bin oder ich so, wie es ist. Oder irgendeine Wette dann oder so. Nee, das sind auf einfach. Auf den Bart wetten wir nee, nicht. Das macht man einfach nicht. Also ganz ehrlich, dann hängst du da nachher irgendwo drin, bist dir sicher, dass du das Ding gewinnst und dann darfst du deinen Bart abrasieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das siehst du 2 Wochen aus wie so ein Dulli. Und dann wäre ganz witzig. Ich müsste mal hier mal im Geschäft vielleicht mal anbringen, so jeder wettet mit dir einfach um deinen Bart, jedes Mal, wenn es um irgendwas geht. Ja. Aber dann mal meine Frage, wie stehst du denn zu Bärten? Ich mag Bärte. Also ich finde tatsächlich so dieses Babyface auch nicht so toll. Und ich finde, es macht männlicher. Also es ist tatsächlich, dass meine Meinung ist, Bart macht männlicher. Ich habe ja auf den Philippinen gewohnt und tatsächlich Asiaten haben weniger Bartwuchs. Also die meisten haben nicht diesen Vollbart, wie jetzt du den hast. Und mein Ex-Freund hatte tatsächlich so diesen süßen kleinen Oberlippenbart und mehr wuchs da nicht. Und ich finde so jetzt im Nachhinein, nee, es Männer mit Bart definitiv besser. Definitiv, ja. Was hat's ausgemacht? Der Look tatsächlich? Oder ist es für dich auch ein Feeling-Thema? Ich also, kann es gar nicht sagen. Also Feeling dachte ich früher eigentlich immer, das ist doch unangenehm, jemanden zu küssen oder so, der einen Bart hat. Aber finde ich jetzt gar nicht. Also man spürt es gar nicht, man merkt es irgendwie gar nicht so. Aber ein schön gepflegter Bart finde ich attraktiver, ja, als ohne. Aber kommt ja auch immer auf den Typ drauf an. Also natürlich, manchen steht halt Bart mehr, manchen weniger, klar. Und ich finde, wie man es gewohnt ist, also wenn man jetzt jemanden kennenlernt mit Bart und der rasiert sich plötzlich, dann sieht das etwas komisch aus. Wenn jetzt aber jemand schon einfach immer einen 3-Tage-Bart nur hat, dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Aber ich finde, so eine
Ich würde sagen, ich stehe so auf 6 Tage Bart, 6, 7 Tage Bart, sowas. Nicht zu lang, nicht zu kurz, das ja. ist so, ja. Aber so, dass man was zum Anfassen auf jeden genau, Fall mal hat. Genau, und dass zum man Streicheln sozusagen. Zum Streicheln, ja genau. Immer schön streicheln und liebhaben genau. den Partner. Wichtig. Ganz wichtig. Das finde ich dann ganz angenehm, ja. Ja. Doch, also ich habe einiges heute gelernt, auf jeden Fall zum Thema Bart. Was ich nicht wusste bisher und was ich mir gar nicht so vorstellen konnte, was ihr da alles tut. Also tatsächlich, ja, also meine Frau sitzt dann auch immer ganz interessiert ja. mit im Bad, hätte ich fast Bart gesagt. Sie sitzt mit im Bad, wäre komisch. und schaut sich das dann schon an, weil natürlich ist es irgendwie so ein bisschen ein Ritual. Ich glaube, das ist wie früher so die Jungs bei ihren Vätern dann. Ja, dann ganz genau. interessant mit dem Zuschauen. Haben ja dann, also meine Schwester zum Beispiel auch gemacht. Klar, ist halt irgendwie so ein Ritual. Das ist dann genauso wie wenn ich im Bad stehe. Und was man selber halt nicht kennt, ist immer interessanter. Genau, ja. oder dann halt auch so, sag ich mal, so einen Lidschatten aufbringen oder einfach Make-up generell. Ja. Normalerweise, wenn man jetzt nicht mit einer Frau zusammenwohnt, dann kennt man dieses Ritual ja auch ja, nicht. Ja, genau. Und dann ist das am Anfang schon auch interessant. Also gerade so mit der Mascara, so dieser Mund dieser, auf, dieser, dieser Karpfenblick auf. Mit Mascara. Schon etwas lustig im ersten Moment. Aber es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Aber so wird es wahrscheinlich dann ja. bei dem Rasieren eben für den Counterpart dann auch sein, der ja, es nicht kennt. Ja, das stimmt. Das ist schon was Interessantes, ja. Weil man es selber halt, wie gesagt, nicht hat. Da guckt man dann gerne zu und findet das faszinierend. Ja. Ja. Gut. Vielen lieben Dank, dass ich danke, dass du heute mal Gast warst. Mal ja, was anderes. Ich fand es super interessant, mal auf der Seite zu sitzen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, total. Und bin mal gespannt, ob vielleicht der ein oder andere noch ein paar Infos für uns hat und uns ja, schreibt. Gerne Feedback, wie immer, Kommentare und ja, eure Infos, was ihr dann so macht, wie ihr euren Bart pflegt. Also wir haben wahrscheinlich auch ein paar männliche Zuhörer, die uns da vielleicht ein bisschen Input geben können. Ja, das will ich doch hoffen. Ja, ich denke doch auch. Aber also, wir nehmen ansonsten natürlich auch gerne das Feedback von ja, den Damen. Ja, von den Frauen. Wie, ob ich jetzt die Einzige bin, die auf Bärte steht oder ob es da mehrere gibt? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Großteil tatsächlich mag Bart. Ja. Wie ich das aus meinem Freundeskreis gehört habe. Aber ja, wir schauen mal und vielleicht gibt es ja ein paar Kommentare. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und verabschieden uns dann mal für heute, würde ich sagen. So machen wir das. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.